Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr kennt die Diskussion alle. Unsere Stromnetze, die brechen zusammen, wenn Millionen Elektroautos auf Deutschlands Straßen fahren. Dazu haben wir Unmengen düstere Schlagzeilen gelesen. Da ist von Blackout die Rede, Zusammenbruch, Kollaps. Unmöglich ist das mit der Elektromobilität, weil ja irgendwann alle gleichzeitig laden. Und dann knallt uns das Stromnetz durch. Der blanke Horror. Ich bin der Sache mal auf den Grund gegangen und zeige euch hier im Video die echten Tatsachen über unsere Stromnetze und ob sie Millionen Elektroautos aushalten. Bleibt also dran. Unsere Stromnetze sind auf den Boom der E-Autos gar nicht vorbereitet. Das hat das Handelsblatt beschworen. Und die Süddeutsche Zeitung schrieb danach, wie Elektroautos die Stromversorgung gefährden. Und auch der Spiegel warnte dann vor einem Stau im Stromnetz. Wenn nämlich zu viele Elektroautos gleichzeitig ihre Akkus aufladen, dann wird das Stromnetz überlastet und bricht zusammen. Dann haben wir einen Blackout und wir stürzen ins Chaos. Was ist da dran? Ist das wirklich nur theoretisch oder ist das wirklich realistisch? Das klingt ja alles so beängstigend und deswegen müssen wir uns auch nicht wundern, dass viele Menschen das lesen und dann eben auch der Meinung sind, Elektroautos, nee, das ist ein Irrweg. Wenn wir uns mal aber die Netzbelastung anschauen, ist das denn irgendwie was Neues mit diesen hohen Verbrauchern? Das ist ja eigentlich schon mal gewesen. Das haben nur viele vielleicht vergessen. In den 70ern zum Beispiel, da heizte man gerne mit elektrischen Nachtspeicheröfen. Die hatten so 7 kW und das heißt also, es ist eine ähnliche Leistung wie ein Elektroauto heute beim Laden. Und sogar in Altbauten heute sind die Heizungen manchmal sogar noch zu finden. Meine Schwester zum Beispiel, die hat in ihrer Wohnung, das ist auch ein Altbau, die hat noch eine Nachtspeicherheizung. Also wenn damals in den 70ern alle nach Feierabend die Elektroheizung aufgedreht haben, ist jedenfalls nichts zusammengebrochen und es gab auch überhaupt keine Diskussion darüber. Und wenn in einer Straße oder in einem ganzen Wohngebiet zig Wohnungen mit solchen Heizungen liefen, dann hat das irgendwie niemanden interessiert, weil die Netze damals für so eine Last ausgelegt waren. Und heute? Heute wird plötzlich Angst geschürt. Und warum? Der Verdacht drängt sich auf, dass es irgendwie mit einer Lobby gegen das Elektroauto zu tun hat. Wenn wir jetzt mal die Energieversorger selber fragen, die müssten es ja am besten wissen. Zum Beispiel der Vorstand beim Energieversorger E.ON, Thomas König. Wenn man den fragt, da gibt es ja verschiedene Interviews mit dem, der klingt komplett entspannt. Also was weiß denn Herr König, was wir vielleicht nicht wissen? Bei E.ON ist es so, die haben im letzten Jahr erst einen Stresstest der eigenen Netze durchgeführt. Und für den Test, der am Computer simuliert wurde, da wurde untersucht, wie sich Netze in bestimmten Last-Szenarien verhalten. Und in diesem Test gab es rund 3 Millionen private 11-kW-Ladestationen und dann 200.000 öffentliche Ladesäulen mit je 50 kW und 25.000 Schnellladepunkte an Autobahnen mit jeweils 150 kW. Also ihr seht schon, dieses Szenario, das ist ein Szenario, von dem können wir heute nur träumen. Und in diesem Computermodell, das ging dann eben am Ende so weit, das ging bis in das Jahr 2045, wenn der Marktanteil von Elektro-Pkw bei nahezu 100% liegt. Also das heißt, die haben es wirklich durchgezogen. Die haben simuliert, was passiert, wenn wir alle elektrisch fahren. Und das hieß für das E.ON-Netz, dass dort in ihrem Netz 6,5 Millionen E-Autos rumgurken, die natürlich alle irgendwann laden müssen. Und auch in ihrem Szenario führte das natürlich zu einem sprunghaften Anstieg der abgerufenen Leistung, das ist ja klar. Also wir haben da Verbraucher im Haushalt, Backofen, Wäschetrockner, Föhn, Wasserkocher und so weiter und so fort. Und wenn man die mal zusammenrechnet, dann haben die vielleicht rund eine Leistung von 7 kW. Und dazu kommen dann eben noch die Wallboxen in der Garage mit nochmal 7 kW oder eben sogar 11 kW, je nachdem, wie schnell das Auto laden kann mit Wechselstrom. Und würden die Wallboxen tatsächlich alle zur gleichen Zeit genutzt, das hat auch dieses Szenario bewiesen, dann ging das Netz auch ohne Zweifel in die Knie. Aber das Computermodell hat etwas Interessantes errechnet. Je höher die Anzahl der Elektroautos ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle gleichzeitig laden. In diesem Modell war es dann so, dass nie mehr als 40% der fahrenden Elektroautos gleichzeitig sich angeschlossen haben an irgendwelche Wallboxen. Und das zeigen nicht nur Simulationen, sondern auch reale Feldversuche. Das Ergebnis dieser Belastungssituation ist also, das aktuelle Netz
wird ein Anteil von 25 bis 30% Elektroautos relativ problemlos vertragen. Und spätestens danach müssten wir das Netz ausbauen. Die von E.ON geschätzte Investition dafür in den nächsten 25 Jahren beläuft sich auf 2,5 Milliarden Euro. Also pro Jahr 100 Millionen. 2,5 Milliarden Euro für Elektromobilität allein im E.ON-Gebiet, das klingt nach ziemlich viel. Doch wenn man mal die Zahl so ein bisschen einordnet, das Unternehmen E.ON steckt nach eigenen Angaben bereits jetzt pro Jahr 1 Milliarde Euro in den Erhalt und Ausbau der eigenen Netze. Die haben ungefähr 100.000 Ortsnetzstationen, also so Trafos, und die werden pro Jahr werden davon 2.500 alleine ausgetauscht. Also diese Relation, jetzt 1 Milliarde und künftig noch 100 Millionen pro Jahr mehr, das ist wirklich verschwindend gering. Das macht den Kohl echt nicht fett. Das heißt, diese immer wieder verkündete Investitionssumme, die dafür nötig ist, um unsere Netze auszubauen, wie riesig die sei und wie teuer das alles wird, das ist ein bisschen verzerrt. Kommen wir nochmal zu der sich entwickelnden Verteilung der Ladevorgänge, je mehr Elektroautos zugelassen sind. Das ist nämlich ein interessanter Vorgang. Wir haben ja einerseits Bewohner von Einfamilienhäusern, die haben meistens dann eine Steckdose oder eine Wallbox in der Garage. Und andererseits haben wir die Laternenparker, die die Elektroautos beim Arbeitgeber aufladen oder in der Stadt. Und da gibt es zum Beispiel vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung eine Grafik, eine Studie, wo die Lastverteilung über eine Woche gemessen ermittelt wurde. Und hier sehen wir zum Beispiel in einer Grafik, welche Lastspitzen wir haben, wenn am Arbeitsplatz oder zu Hause geladen wird. Da sieht man schön die grünen Lastspitzen für die Ladung am Arbeitsplatz. Das ist so gegen 7 Uhr fängt es an und nimmt dann ab. Und die blaue Lastspitze gegen 18 Uhr, wenn wieder alle nach Hause kommen und ihr Auto anschließen. Zumindest viele davon. Und NBW testete in einem Feldversuch in Ostfildern bei Stuttgart mit 10 Familien, welche Probleme Elektroautos in den Netzen verursachen können, wenn alle elektrisch fahren. Also das war ein kleines Wohngebiet und das hing an einem gemeinsamen Stromkreis. Und diese 10 Familien, die wurden mit Elektroautos ausgestattet, also verschiedenste. Und entsprechend die Nutzerprofile der Testpersonen wurden entsprechend auch beachtet. Und es wurde 1,5 Jahre gemessen und getestet, welches Ladeverhalten sich mit der Zeit entwickelt. Und interessant dabei, das war, dass das Ladeverhalten der Teilnehmer eigentlich sich genauso verhielt wie in den Computersimulationen. Denn im Verlauf des Tests änderte es sich. Am Anfang wurde noch jeden Tag geladen, weil natürlich Elektroauto war neu, man kannte es nicht. Und je länger die Bewohner ihr Elektroauto hatten, desto weniger wurde täglich zur selben Zeit geladen. Warum? Die Unsicherheit wegen der Reichweite war am Anfang wahrscheinlich groß und dann merkten die Teilnehmer schnell, dass die Reichweite in der Praxis locker für mehrere Tage ausreicht und so wurde das Ladeverhalten geändert. Entsprechend auf kurze Zwischenladung oder die hingen das Auto halt nur alle paar Tage an die Steckdose und nicht alle gleichzeitig nach Feierabend. Wenn euch das näher interessiert, ich habe das in der Beschreibungsbox verlinkt. Das ist die E-Mobility-Allee. Da könnt ihr auch im Web danach suchen. Und wie gesagt, in der Beschreibungsbox ist es verlinkt. Das war NBW und E.ON probiert etwas Ähnliches aus in einem Feldversuch in Niedersachsen. Da nehmen 30 Familien teil. Übrigens, der Chef der Berliner Stromnetze, Stromnetz GmbH, Thomas Schäfer, der hat im vergangenen Jahr erklärt, dass das Netz der Hauptstadt bereits heute fit ist für 250.000 Elektroautos. 250.000. Am 1. Januar 2019 waren in Berlin erst 2.700 Elektroautos registriert. Also es könnten fast noch mal 100 Mal mehr werden als aktuell, ohne dass in der Hauptstadt das Netz überhaupt angefasst werden müsste. Und das gilt auch für andere Städte. Und wie sieht es mit dem Strombedarf aus? Reicht der Strom überhaupt aus? Ich meine, wie viel Strom brauchen wir denn zusätzlich? Das wird auch immer wieder ängstlich gefragt. Und da gibt es auch die übelsten Horrorszenarien. Harald Lesch sprach von einer Verfünffachung der Kraftwerksleistung, die wir benötigen. Ist das so? NBW hat vorgerechnet, für 1 Million E-Autos, das wollen wir ja 2022 erreicht haben in Deutschland, da brauchen wir 0,4% mehr Strom als heute. 0,4%. Und wenn man mal den Durchschnittsverbrauch
aller Elektroautos, die so heute fahren, zugrunde legt, also sagen wir mal 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, dann lässt sich auch ganz schnell ausrechnen, wie viel Strom bei 100% Elektroautos benötigt würde. Das wären nämlich nur in Anführungsstrichen, rund 100 Terawattstunden. 100 Terawattstunden, das klingt gigantisch, aber wenn man das mal überlegt, das sind 15% der heute produzierten Strommenge. Und mal weiter überlegt, im vergangenen Jahr alleine verkaufte Deutschland 48 Terawattstunden Strom ins Ausland, weil dieser Strom in Deutschland spontan nicht verbraucht werden konnte. Also musste er irgendwo hin und er wurde halt ins Ausland geliefert. Alleine diese 48 Terawattstunden sind schon mal die Hälfte von dem, was wir für die 100% Elektromobilität mehr brauchen würden. Ich habe mal hier eine Grafik, da seht ihr, wohin der Strom exportiert wurde. Da ist Österreich dabei, die Schweiz, Tschechien, Dänemark, Niederlande, Polen. Schweden und Frankreich, die haben uns tatsächlich ein bisschen Strom geliefert, wahrscheinlich so, um Spitzen abzufangen. Und beim Strombedarf für Elektroautos dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir ohne Verbrenner auch wieder jede Menge Strom einsparen würden, der zum Beispiel bisher für Pipelines, Benzinproduktion oder Tankstellen benötigt wird. Nur noch mal zur Veranschaulichung hier die Grafik zum Strombedarf bei 100% Elektroautos. Also wir sehen die aktuelle Stromproduktion 2019 ungefähr 550 Terawattstunden und wir brauchen ungefähr 100 Terawattstunden zusätzlich, wobei sich diese Zahl reduzieren wird, wenn wir den Strom, den wir für die Verbrenner brauchen, davon wieder abziehen. Dann wird nur noch die Hälfte zusätzlich benötigt. Auch der Energieversorger EnBW sagt, dass wir mit dem heutigen Netz ungefähr 12 Millionen Elektroautos aushalten können, ohne Probleme zu bekommen. Das entspricht einem Anteil von 30%, wie vorhin schon mal gesagt. Von diesen 30%, da sind wir aktuell mit gerade mal 200.000 registrierten Elektroautos noch meilenweit entfernt. Deswegen, wenn ihr wieder diese Aussagen hört, Stromnetze brechen zusammen, frei nach Douglas Adams, don't panic. Ihr seht also, die immer wieder aus der Mottenkiste hervorgeholten Horrorszenarien sind rein theoretischer Natur und in der Praxis komplett unrealistisch. Jedenfalls dann, wenn man die Experten fragt. Leider gibt es solche Panikartikel immer wieder nach dem Motto, wenn wir jetzt sofort alle elektrisch fahren und sich alle gleichzeitig an die Steckdose anschließen, dann bricht alles zusammen. Ja, das ist ja sogar tatsächlich richtig, das könnte passieren. Wir fahren aber nicht plötzlich alle elektrisch, sondern das ist ein ganz langsam hochlaufender Prozess und die Netze werden bis dahin auch automatisch ausgebaut, das passiert von ganz alleine. Und es gibt auch sowas wie smarte Ladestationen, die das Laden erst beginnen, wenn die Stoßzeit vorbei ist. Das gibt es ja heute schon. Also als Fazit kann man sagen, für den Übergang vom Verbrenner hin zum Elektroauto, da brauchen wir noch viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte. Und deshalb haben wir auch kein Problem mit den Stromnetzen. Völlig klar ist, dass der Ausbau der Netze und der Infrastruktur, der muss angegangen werden. Das streitet, glaube ich, gar keiner ab. Und die Versorger machen das auch schon, von sich aus. Nur der Gesetzgeber schläft hier mal wieder. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.